Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Matches zu sehen. Freunde, wir sind finally am Start mit den YouTube Germany District 2.0 von Reportagen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Der ist jetzt 2 Wochen draußen. Ich habe mich da ein bisschen bedeckt gehalten. Ich weiß, ich muss ein bisschen aktueller werden bei manchen Sachen, Freunde. Ich sag's, wie es ist. Und ich versuche das auch wieder mehr auf die Kette zu bekommen. Und ich habe extra noch nicht reingehört. Ich habe mir noch keine Reaction gegeben. Ich weiß noch nichts über diesen Song. Ich freue mich aber sehr drauf. Und ich würde sagen, wir schauen direkt rein, Freunde. Link zum Kanal ganz oben in der Beschreibung. Supportet Billy auf jeden Fall. Das würde mich sehr freuen. Aber ich denke, jeder hat schon diesen Song gehört. Außer ich auf diesem Planeten. Deswegen hören wir jetzt rein, Freunde. Viel Spaß. Und ich würde sagen, let's Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir schauen ganz kurz rein. Produziert ist das Ganze von Black Rose Beats, Black Rose Beats, Vendetta, Black Rose Beats, Night One Beats, Lycan Beats und ja, das war's dann. Okay, ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir hören rein. 13 Minuten. Ein Ohrenschmaus. Ich erwarte einen Ohrenschmaus. Ich freue mich wirklich drauf, Mann. Ich freue mich wirklich drauf. Okay, let's go. Das war der letzte Diss. Und Gemeinde bleibt Legende. Oh, true. Damit hat's aufgehört. Damit hat's aufgehört. Okay, der erste wurde auf 18 geschaltet. Reportagenartillerie. Kommt noch mal ein Diss-Track, sag niemals nie. Oh, oh, dieses epische Feeling. Das kann er einfach. Ich hab direkt Gänsehaut. Oh, 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 oh. Hm. Und ja, ich habe gerade eine Minute lang nur Stöhngeräusche gemacht. Sorry, Freunde, aber ich muss es kurz. Wie heißt das? Spüren. Okay. Er ist back. Über ein Jahr weg gewesen, habt mir alles angeschaut. Die Wut hat sich so angestaut, denn jeder reißt sein Maul auf. Der alte Reportage kommt doch, bring mal wieder Pfeffer in den Laden. Oh. Es ist wirklich der alte Reportage gefühlt wieder. Sich so angestaut, denn jeder reißt. Ich bin direkt im letzten YouTube Germany Diss-Track. Es ist einfach dieses, man merkt, er hat sich wirklich was angefressen und lässt es jetzt einfach raus. Sein Maul auf. Der alte Reportage kommt doch, bring mal wieder Pfeffer in den Laden, so wie Ankerkraut. Ich hab gedacht, ich. Oh, Ankerkraut Ehre. Ankerkraut, ja, kann ich empfehlen. Den ich richtig alle sind am Dissen, aber keiner greift die Assis an. Ich fresse euch wie Hannibal. Hey, yo, Breakbro. Seid nicht meine Kragenweite, ihr zwei seid so Pussy. Ihr teilt euch eine Nagelfeile, raset euch die Schambereite. Bin euch überlegen in jeglicher Art und Lebensweise. Lässt du mich, dann wirst du in jeglicher Art und Lebensweise nicht mehr überleben. Alle sind sich nur am Beefen, keiner reicht sich mehr die Hände. Ich bin wieder rote Shanks, um den Krieg hier zu beenden. Ohne Waffen und Gewalt. Ich mach außer Plattform Madonna und schlachte sie halal. Oh, oh, Digga. Er nimmt einfach auch keine Luft. Er rattert einfach durch. Er rattert einfach durch, Mann. Er rattert einfach durch. Wir haben die Prank Bros bis jetzt. Die Prank Bros wurden als einziges bis jetzt gedisst, right? Prank Bros. Die wurden gedisst. Ja, bis jetzt die Prank Bros wurden namentlich erwähnt. Ich will eine Liste gefühlt führen mit Leuten, die erwähnt worden sind. Sollen wir eine Liste führen? Komm, wir machen sogar eine Liste, Freunde. Wir machen sogar eine Liste. Wir machen sogar eine Liste. Hausnotruf. Wir wollen nicht den Hausnotruf öffnen, okay. Wir machen eine Liste vor. Ich mache sie auf dem zweiten Bildschirm. Wir schreiben hin, Prank Bros. Prank Bros. Ich werde die Liste ab und zu einblenden, dass wir sehen, bei welchem Stand wir gerade sind von Leuten, die schon hochgenommen worden sind. Lass die Gemeinde auf Fake-Fotzen los. Meine Stimme ist jetzt warm, jetzt geht das Name-Dropping los. Okay, okay. Digga, ich glaube, wir brauchen eine 3 Meter lange Liste. Okay, ich bin gespannt. Wie viele Spieler auf Insta sind noch Fake-Fotzen los? Meine Stimme ist jetzt warm, jetzt geht das Name-Dropping los. Wie viele Spieler auf Insta sind noch nerviger als Dagi B und jeder Influencer macht du. Freunde, ich habe gerade einen Gewinnspiel auf Instagram laufen. Ihr könnt, ihr seht es da hinten nicht ganz. Ich kann sie ganz kurz vor euch rausholen, Freunde. Ihr könnt diese wunderschöne, original verpackte MBK-Box gewinnen, die mir Asche lieberweise zugesendet hat für eine Verlosung, Freunde. Auf Instagram, schaut gerne vorbei. Das Gewinnspiel läuft noch für 3 Tage. Für zwei oder drei Tage. Schaut vorbei, flut auf Instagram, Freunde. Ihr müsst mir nur folgendes Bild liken und könnt die Box gewinnen. Macht da gerne mit, Freunde, ja, wo es schon mal hier so nett erwähnt worden ist. Ich sag's, wie es ist. Wie viele Spieler auf Insta sind noch nerviger als Dagi B und jeder Influencer macht Urlaub. Oh, Dagi B. Dagi B. Hinschreiben, Freunde. Dagi B. Dagi B. Ich bin einer Pandemie, Jesse riecht nach Schweinesteak. Was hat er gesagt? Nerviger als Dagi B und jeder Influencer macht Urlaub in einer Pandemie. Jesse riecht nach Schweinesteak, die Lunge wie ein Leichtathlet mit der. Wer ist Jesse?
Der Influencer macht Urlaub in einer Pandemie. Jesse riecht nach Schweinesteak, die Lunge wie ein Leichtathlet. Mit der Gemeinde ficken ist nicht lustig wie ein Wife-Athlet. A Wife und Shireen. Okay, Freunde, die Liste wird lang. Oh, wie, das war doch sogar eine Zeile von Reportagen. Die Liste ist lang. Ba-ba-bam, ba-da-bam. Okay, irgendein Jesse. Wer ist Jesse? Ich weiß nicht, wer. Ich denke bei Jesse nur an Jesse Pinkman irgendwie. A Wife und Shireen kommt direkt hinterher. Wir haben viele Leute schon, okay. Ist nicht echt, weil sie selber keine Texte schreibt. Ihre Babystimme ist höher als die von Maxify. Jede Line ist extra. Maxify. Die Stimme von Wesley Snipes. Leon steckt sich Mentos in den Arsch und trägt am Pepsi Light. Ich bin wieder da, you know. Leon steckt sich Mentos in den Arsch und trinkt dann Pepsi Light. Okay, okay. Wir haben Maxify, Pepsi Light, auch schon da rein. Wir haben Maxify und dann haben wir noch Leon. Wir haben jetzt schon einfach 6 Leute. Und irgendeinen Jesse, den ich nicht kenne. Noten habe wieder Blut geleckt. Ich besuche Lidl, Schrimp und scheiß ihn in die Gucci Cap. Ich bin immer gut gedresst, Sonnenbrille, Steppjacke. Nehm euch alle Hops auch ohne Ausweis oder Festplatte. C-Mac, Alter, was geht ab in deinem hohlen Hirn? Fans will mit mir spielen, weil der Junge an Corona stirbt. Habe sehr viel nachzuholen, dass er steht von gestern. Ist das wirklich deine Freundin oder spielt das deine Schwester? Würde mich nicht wundern bei dir. Oh, Digga, bei C-Max, da droppt MySep heute auch einen einzelnen District, den wir uns auch noch geben werden. Ey, bei Z-Max ist auch alles verloren, Mann. Da ist auch alles verloren. Dir will man am liebsten gar keine Aufmerksamkeit mehr geben. Wir adden zur Liste, Freunde, Lil Shrimp und Z-Max. Holy shit. Lil Shrimp und Z-Max wurden zur Liste geaddet. Holy shit, wir haben viele Leute schon. Wir haben schon viele Leute, Digga. Okay, let's go. Das steht von gestern. Ist das wirklich deine Freundin oder spielt das deine Schwester? Würde mich nicht wundern, bei dir zählen nur die Klicks. Auch mit Tränen auf den Bildern, Digga, hast du keinen Drip. Du fühlst dich ziemlich cool, denn du trägst Eis an deinen Gliedern. Wenn man deinen Namen googelt, dann kommt Import, Export. Das passt ja zu der Scheiße. Digga, ich liebe auch diese kleinen Einschnitte eben, die Adlibs, dieses Bra oder dieses Drip und dann so ein Tropfgeräusch, aber auch gerade so, dass er mit seiner Stimme so viel arbeitet. Das habe ich bei Billy immer schon geliebt, dass er so viel mit seiner Stimme macht irgendwie, weil er kann das halt unfassbar gut. An deinen Gliedern, wenn man deinen Namen googelt, dann kommt Import, Export. Das passt ja zu der Scheiße, die du lieferst. Ich zerficke dich, du niemand. Deine Boah, was ein geiler Flow. Lügen und Skandale mehr als grenzenlos. Und deine K-Community ist jünger als ein Embryo. Bin immer noch untouchable. Belucci Entertainment, dieser Hurensohn, der Katzen killt, macht mich aggressiv. Keiner ist mehr kreativ, nur Reaction oder Memes. Und wenn Scheiß drauf, Digga. Soll ich meinen Namen auch direkt hinschreiben, Freunde? Soll ich sagen? Soll ich meinen Namen auch einfach direkt hinschreiben? Indirekt schon, Freunde. So eine Katzenkilt macht mich aggressiv. Keiner ist mehr kreativ, nur Reaction oder Memes. Und wenn Marcel einmal niest, fließt die Elbe durch den Kiez. Und das Zeichen, was ich mache mit den Fingern, ist kein Please. Freunde, die Nase wird natürlich auch noch geaddet. Marcel, die Nase ist zum Scorpion, Alter. Natürlich, manche Disses sind natürlich ernster gemeint, manche weniger so, aber zum Beispiel, deine Stimme ist höher als die von Maxify, er hat jetzt ja nichts gegen Maxify so, aber wir schreiben alle auf, die irgendwie einen kleinen Seitenhieb abbekommen haben. Ich bin sehr gespannt, wer alles am Ende auf der Liste steht. Ich hoffe mal nicht, dass dieser Diss wieder ab 18 ist, ich tu doch keine weh, das sind nur Wörter, ich bin Pazifist und das ganze Blut an meinen Händen ist nur scharfer Dip von meinen Nacho-Chips. Für die ganzen Leute da draußen bin ich ein Superheld. Und muss Olli essen, komm, dann hört er seine Mutter bellen. Jetzt wird es asozial, ich punche wie Karate-Moves. Du bist ein schlechter Schauspieler, wie in dem Film das Tagebuch. Wie in dem Film das Tagebuch? Kennt man das? Was ist das? Was ist das Tagebuch für ein Film? Ich kenn das nicht, aber beschreiben auf, Freunde, beschreiben auf. Öli, ja, Jo Öli. Wurde auch hochgenommen, Freunde, ja. Wurde hochgenommen, wie ein kleines Kind, wenn man es auf Klettergerüst hebt. Spieler wie in dem Film das Tagebuch. Fox wird gehäutet und beträufelt mit Zitrone, bis er schreit wie ein Newstime bei Karaoke. Ich diss euch alle und verkauf es als Mixtape. Geht Bonnie zum Friseur, macht sie die Seiten auf Clickbait. Geht Bonnie zum Friseur, macht sie die Seiten auf Clickbait. Schön. Das war jetzt der erste Part. 3,5 Minuten, Freunde. Wir schreiben noch auf, Bonnie zum Trash. Und wen hatten wir noch? Forks und Herr Newstime. Holy shit, wir sind jetzt schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Namen. 13 Namen haben wir jetzt schon. Holy shit, Digga. Holy shit, okay, let's go. Damn. Was ein stabiler erster Part. Oh. Geiler Beat. Geiler Beat. Oh, ich
bin kein Fan von euren ekelhaften Business. Schieß Masterland, Selfie sieht's aus wie ein Dickpick. Schon wieder an Marcel, Mann. Okay. Masterland, Selfie sieht's aus wie ein Dickpick. Ein Nummer macht den Popsong für die Mädchen auf TikTok und ich zerficke im Lockdown mein Element sowie Stickstoff. Enno, die Stickstoffzeile fand ich gut. Stickstoffzeile fand ich gut. Für die Mädchen auf TikTok und ich zerficke im Lockdown mein Element sowie Stickstoff. Yeah, Reportagen in den Charts, er kriegt Monte einen Part oder Trimax ist Salat oder Excel kann Spagat. Ja, ich disse mich auch selbst, sowas nennt man Rose Yourself, ich bin nicht von dieser Welt. Okay, also ich würde sagen Monte Trimax und wer hat da, Monte Trimax, er hat noch irgendeinen erwähnt gerade. Die schreibe ich mal nicht auf, das war nicht ansatzweise ein Diss. Es geht wirklich da, wo es zumindest so ein Seitenhieb ist. Was für ein Beat-Switch, komm, Baby, dip it low. Kein Diss an Shindy, doch du siehst aus wie das Twitch-Emote. Fick Corona, ich hab. Ich sehe hier in diesem Twitch-Emote immer Stay. Kein Diss an Shindy, doch du siehst aus wie das. Ich sehe hier immer nur Stay. Ich sehe hier niemand anderen als Stay in diesem Emote. Ich sag's, wie es ist. Es ist einfach Stay, Digga. Einfach stay. Twitch Emote, fick Corona, ich hab eh nichts zu tun. Meine Lunge hat mehr Volumen als so ein Ditschere Dude. YouTube Germany, das Jahr hat gerade angefangen. Und ich denk mir nur, pass Bruder. Schaut uns an Hafti. Ey, ich fühl den Vibe gerade einfach. Nice. Denk mir nur, pass Bruder. Ich denk mir nur, pass Bruder. Frau Kunze gibt sich extravagant ohne Sinn und Verstand in die letzte Instanz. Komm, gib Wendler die Hand, ich fang gerade erst an. Meine Liste ist lang wie der Schwanz deiner Mom. Ich war der Erste in Germany mit dem Black Rose Beats. Und mittlerweile pickt sie jeder Wack MC. True, man, die Black Rose Beats haben halt so einen ganz krassen Wiedererkennungswert. Die sind so rustikal, die passen einfach perfekt zu Billy. Na, kommentieren find die Hater super. Zum Glück bin ich und ich laser Luca und nimm euch alle auf. Okay, wir schreiben Luca auch auf, Freunde, schreiben Luca auf. Luca. Auseinander, ihr seid keine Gegner, ihr könnt ja auswandern, Bitch, wie wär's mit Mandera? Promi Flash, noch schlimmer als Bonnie Trash, immer eure Redaktion, mal schauen, wie euch der Molly schmeckt. YouTube Germany, das wir schreiben Promi Flash auf, Freunde. Und ich denk mir nur, pass Bruder. Ich denk mir nur, was Bruder. YouTube Germany, noch dümmer als letztes Jahr und ich denk mir nur, pass Bruder. Ich denk mir nur, pass Bruder. Ich fand den Part gut, ein bisschen runterkommen, ein bisschen was Atmosphärisches und jetzt gleich wieder aufdrehen. Ich bin sehr gespannt. Oh. Was hat er sich für Beats rausgepickt diesmal? Simon, das du machst nichts mehr, dein Channel ist Game Over, mal was Positives, so schön Upload, Filter und Corona. Alter, jeder macht... Digga, er hat Bock. Okay, wir schreiben Simon Desu auf. Simon Desu. Simon. Bam. Das Buckel mit Autotune auf der FIFA-Kack. Und wenn man schon seinen Kopf trifft, ist er dann ein Sneaker-Head. Aber FIFA-Gaming hat Talent und einen Sneaker. Digga, nicht viel FIFA. Sorry, Digga. Wie heißt der? FIFA-Gaming. FIFA-Gaming-Till, Digga. Der Typ, der auch gut und gerne mal 32 Videos an einem Tag uploadet. Shoutouts gehen raus an den Boy. Holy shit, der Part wird anders krass. Und wenn man schon seinen Kopf trifft, ist er dann ein Sneakerhead. Aber FIFA Gaming hat Talent und einen sicken Flow. Ja, du bist so krass, du bist von Young Alpha die Wish-Version. Weil der Fiend ist selbst verliebt, die Alte hat einen Sockenschuss. Ein verstörendes Video mit einem toten Octopus. Was? Was? Ist das die, die ihr Badewasser verkauft hat? Ich glaube schon. Okay, wir schreiben Belle Delphine auf. Mit einem toten Octopus. Wer guckt sich sowas an? Bruder. Holy shit. Auch wenn du kein Wort verstehst, ich disse dich trotzdem, you are beautiful. Das fühl ich. Boy woman, we say in German, du Fotze. Das sind Statements. Katja ist so künstlich, ey, wäre ich mit dir befreundet, dann hätte ich einen Fake-Friend. Okay, Katja kommt auch mit auf die Liste. Bis jetzt, ich weiß nicht, am lustigsten fand ich gerade das mit Belle Delphine, muss ich sagen.
Und der härteste, ernst gemeinteste Diss war, glaube ich, schon fast gegen Simon Desue, würde ich sagen. Ich glaube, der war gegen Simon Desue, wo er auch am meisten Hass in sich trägt. Lappen bringen heutzutage eine Albumbox. Wenn ich dich mit deiner Albumbox, dann hast du eine Albumbox. Cash, was du machst mit deiner Albumbox, mach ich digital mit einer EP am Tag 10 Mal, Digga, Zungenbrecher. Alle deutsche Rapper hören sich an wie eine Chorgruppe. Nebenbei leckt die Land die Sahne aus seiner Ohrmuschel. Freunde, wo sind wir gelandet mittlerweile? Was ist los? Diese Tilan ist auch schon wieder back. Die war doch verschollen, oder nicht? Warum sind die alle wieder back? Kein Wunder, dass er noch einen zweiten YouTube Germany Diss-Track macht. Tilan. Der Cousin von Tilan heißt übrigens auch WLAN. Genau, guter Kollege von mir. YouTube Germany, hier hast du deine Antwort. Axel Voss in Jung war damals so wie Philipp Amthor. Stell die Szene, als würde ich eine Razzia starten. Und auf entspannt könnte ich mir bei Red eine Nackenmassage. Aber ohne Happy End, genau wie dieser Diss-Track. Ich lach so oft über euch, ich krieg ja fast ein Sixpack. Kalle. Nice, Mann. Gute Zeit, ich lach so oft über euch, ihr kriegt schon fast ein Sixpack. Wir schreiben noch auf Philipp zum Amthor, Freunde. Philipp am Tor. Philipp steht nicht im Mittelfeld an der Seitenlinie, sondern Philipp steht am Tor, Freunde. Ja, let's go. Trainiere mich bitte, Kappa. Es wird mal wieder Zeit, dass ich Fazi mit ein paar Zeilen kille. Machst du jetzt auf Superstar mit peinlicher Designerbrille? Nenn ich. Dass es den auch noch gibt, Fatih, den habe ich ja schon ganz vergessen. Fatih, das war doch der, der diesen Ich bin Gay-Prank gemacht hat an seinem Dad, oder nicht? War das der? Den gibt's auch noch. Bruder, du Schwätzer, an deinen Track hörst du dich an wie Alexa oder Google Übersetzer. So viel nice. Respekt auf der Stimme, ich krieg Ohrenkrebs. Dann mach lieber Clickbait, das hat Simon dir vorgelebt. Kann nicht mehr verlieren, Bitch, ich hab schon gewonnen. Ich folg den Zwillingen in den Zorn, frag, erkennt ihr den Song? Wird mein Channel mal gelöscht? Nice, Mann, nice. Ich finde diese Joke-Disses immer fast noch am besten so, muss ich sagen. WWW, schreiben wir rein. Worldwide Wohnzimmer. Nice. Mehr auf Twitch oder Insta, denn auf diesem Beat wird heute mehr gefickt als auf Tinder. Ich zerstöre euch, ohne dass ich mich anstrenge. Nehme eure Ehre, lege sie in Babys Wandschränke. Die Vorfahren vom Benjamin von der Gattung Langhälse. Sehe ich Bonnie auf der Straße, ziehe ich nicht die Handbremse. Spotify läuft bei mir, ich kann mich nicht beschweren. Wenn bei euch nicht mehr läuft, könnte ich euch noch ernähren. Unsympathisch wird jetzt, ich verprügel den Lauf. Und danach mache ich diesen Trimax Gemüseauflauf. Okay, ich verprügel den Lauch und da mache ich diesen Trimax Gemüseauflauf. Nice, okay, jetzt schreiben wir unsympathisch Trimax auf und wer war eben noch dran? War es Bibi? Nee, Pain, Sascha, Trimax. Das bei Bibi war kein wirklicher Diss, fand ich, das war nur eine kleine Hommage. Nice, Mann, nice, oh, er kommt doch richtig in Fahrt gerade, Freunde. Ich ohne Maske ist wie Slavik, ohne Artilette in Allah. Sie sind zurück, ich fühl mich wie beim Klassentreffen. Prank Bros wieder da. Hey yo, Prank Bros. Tilan wieder da. Hey yo, Tilan. Game Master wieder da. Game Master. Reportagen wieder da. Wie euch mal nicht in Sicherheit, ich bin das Originale. Alle dissen jetzt mit Maske, ihr seid kleine Reportagen. KS will die Goldene, keiner bestellt ein Album. Vorteile, geh dich in Einzelteile, genau wie Trafalgar Law. Und lass dein. Kars wurde gedisst. Wie schreibt man Kars, Digga? Kars, heißt mit Nachnamen Lightning McBean oder so. Meine Finger von der Droge, mein kleiner Alter, die Lochis tragen Akne, auch ohne Designer. Marvin und Kevin, ihr seid unter mein Niveau, ich geb euch Erdkugelverbot. Jedes Jahr ein großer Diss, ist ab heute Tradition. Oh, jedes Jahr ein großer Diss, ist ab heute Tradition. Ich freue mich, ich fühle mich umarmt von Billy. Ich fühle mich geküsst von Billy. Oh, holy shit, die Liste ist wirklich fucking lang. Oh ja, Billy wieder auf so einem Beat. Ich hab's vermisst. Julia Leischek, sind sie da? Vermisst, gesucht, gefunden. Hey, yo, Victoria Sarina. Ihr sprecht ein Hörbuch für Bibi und Tina. Seitdem ihr das macht, höre ich Bibi und Tina. Zum Einschlafen nie wieder. Reportagen darf. Die Adlibs. Nice, okay, wir schreiben rauf. Victoria Sarina, Freunde. Victoria Sarina, Bibi und Tina, das ist schon gemacht füreinander. Victoria Sarina, let's go. Denn er hatte eine Nasen-OP, so wie Katja K. oder Ashgobar. Das ist ganz normal, also hatet mich. Sky Guy ist nicht mehr korpulent. Das ist Sky Guy, Bruder? Das ist Sky Guy? Anderer Mensch auf einmal. Was? Das ist ja ein ganz anderer Mensch. Sky Guy? Das ist Sky Guy? Bruder, hätte Mama mir das gesagt, hätte ich gesagt, nein. Das sieht ja ganz anders aus. Mit Brille auf einmal, Bart ein bisschen abgenommen, andere Frisur, schöner Mann. Sky Guy auf einmal schöner Mann geworden. Ich sag's, wie es ist. Sky Guy.
Im Diss sieht er aus wie ein Sportstudent. Bin euch längst voraus wie von Ruffy die Arme. Oder von Sunny die Haare. Oder von Marcel die Nase. Cymex, Trimex, Crimex. Ist wie Meadow, Fedo, Cero, Emo, Enno, Memo. Ich liebe es, dass er sich so auslebt in seinen Beats einfach. Dass er einfach so das macht, was er möchte. Einfach so. Scheiße, wir machen jetzt so einen Part. Jesus. Luca darf nicht in den Club rein. Rachel tauschen, ich reg mich wieder auf. Zerstört die Schlampen, sie zerfallen zu Staub. Ey, ich hoffe, dass er das einzeln irgendwie auf Spotify hochlädt. Das wäre nice, weil das ist gerade einfach ein gutes Feeling. Und alle sind sie am Melken. Stories auf Insta sind heute nur noch Placements. Rage-Ortagen, ich reg mich wieder auf. Zerstör die Schlampen, sie zerfallen zu Staub. Nur eine Kuh und alle sind sie am Melken. Stories auf Insta sind heute nur noch Placements. Ja, oh, ich freue mich aufs Ende. Oh, die letzten dreieinhalb Minuten, Freunde. Hashtag Chicken Wing. Miguel Pablo? Rebecca Wing ist immer noch ein großes Thema für meine Tochter. Also ganz von dem Channel wegbringen kann ich sie nicht. Ich habe sie versucht aufzuklären. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Dann diese Morddrohungen zum Beispiel bekommen. Oder auch jetzt diese Sachen, diese Horrorsachen. Also meine Tochter kam zu mir und hat gesagt, egal was du machst, Mama, ruf niemals nachts bei Elf on the Shelf. Oh, ey. Ey, oh. So dumm. Da werden halt Kinder Real Talk verstört mit solchen Videos. Da hat sie gesagt, ich habe jetzt drei Nächte lang... Elf on the Shelf, ey. Die armen Kinder, Digga. Dann habe ich jetzt totale Angst gehabt. Aber jetzt muss ich mal mit jemandem darüber reden. Dein Content war mal ganz normal mit Tippschäbeln, ein bisschen Basteln, Make-up und gebrannte Mandeln. Und auf einmal kam der Wandel, bunte Bilder, Clickbait, hier gibt es alles in einem Bundle. Becky, Fakten lügen nicht. Bist du abgehoben, weil dein Nachname Flügel ist? Und wenn ich... Oh, bist du abgehoben, weil dein Nachname Flügel ist, Freunde? Deswegen Chicken Wing, Rebecca Wing, Chicken Wing. Dass ich immer noch bei Chicken Wing an Miguel Pablo direkt denken muss. Okay, wir schreiben Rebecca Chicken Wing auf. Chicken Wing, Freunde, die Liste ist lang, die Liste ist Real Talk lang. Ich seh schon Disse, ey Becky, ich hab ne Bitte, entblock mich doch mal auf Insta, entferne mich von deiner Liste, Mann, ich will dir gar nichts Böses, ey, du bist Rebecca, Chicken Wing, gehörst in die Fritteuse, ich will dich doch nur erlösen, Digga, dir weg in der Blöde, bist kein Amphibien-Schützer, doch machst alles für die Kröten. Und warum diese Videoreihe allein um 3 Uhr nacht, keiner von deinen kleinen Pimmel-Fans ist um 3 noch wach, aber... Real Talk und ich find's gerade richtig, richtig schön, wie er in diesem Part nochmal aufgeht, Mann. Wie er in diesem Part aufgeht. Und du machst alles für die Kröten, als wärst du eine Amphibienschützerin. Auch eine gute Zeile, Alter. Heftiger Diss-Track. Allein von den Namen, die alle erwähnt wurden, wir gehen die Liste gleich nochmal durch. Es ist krass, aber auch wie viele Flow-Changes er hat, die Beat-Changes an sich, die Atmosphäre, die er reinbringt, die Musikalität, die er ab und zu reingebracht hat, die Power dahinter einfach. Man hat gemerkt, es hat sich bei ihm was angestaut, es musste raus und hier ist er. Was ich glaube, sie erfundenen Stories, Rebecca hat keine Hobbys, sie hat den Rum mit McDonald's, du bist der deutsche Plasmonics, wenn du kopierst, sie bis ins Letzte, die Bilder, Reaktionen, Ideen und Effekte. Ich kenne diesen Typen nicht, aber ich bin froh drüber. Keiner darf dich kritisieren, zu großes Ego. Auf deinen TikTok-Bildern sieht man immer Charlie D'Amelio, obwohl sie gar nicht drin vorkommt. Egal, den Hype muss ich mitnehmen. Hä? Wie dumm ist das denn, Bro? Deinen TikTok-Bildern sieht man... Hä, wie lost ist das denn, Digga? Holy shit. Das ist so, als ob ich bei mir an jede Reaction einfach so PewDiePie in Thumbnail packe. Lost? Nimm mal Charlie D'Amelio, obwohl sie gar nicht drin vorkommt. Egal, den Hype muss ich mitnehmen. Ist locker 30 Jahre alt, aber mach sein auf Sweet 16. Und ein kleiner Welpe hat eine eigene Playlist, in der er Kleidung trägt oder Hundefutter bewertet. Der süße Welpe kann man maken, ist halt einfaches Money. Schreibt es in die Kommentare, Bitch. Payback for Fluffy. Nice Anspielung auf Payback for Sunny, Alter. Oh, wir gehen nochmal ganz tief rein. YouTube zerstört, so dass jeder ist hört, Bitch. Alles 31er. Nice, Mann, dass wir so die Anspielung noch haben. Ja, mal. Das wird kein schönes Jahr, Bitch. Alles 31er. Heute wird YouTube gestört, so dass jeder es hört, Bitch. Alles 31er. Ich bin glücklich. Dylan ist auch wieder da. Das wird kein schönes Jahr, Bitch. Alles 31er. Du schreibst alles in einem Titel, was Hyper Day 3 Uhr nachts und im Morgen hast du Wishwest und Pocahontas. Ich gebe dir heute Konter, alle Schlagwörter und Google Trends und Sätze, die keinen Sinn ergeben. Interessiert doch niemanden, denn dein...
Maske ihn abziehen, Bruder, holy shit. Deine Fans können ihr nicht lesen, ich bin deine Strategie. Rebecca, unterschätzt mich nicht, denn ich bin Becky Nato, ey, Fra- 100, nee, okay, 14.000 nur, 14, aber 14.000. 14.000 Leute haben dieses Wie gut kennst du Rebecca Winquist gemacht. Dann richtig auf Teste dich und langsam glaube ich wirklich, dass sie da nicht deine Freundin, sondern denn nicht deine Schwester ist. Dafür gibt es viele Beweise, da kannst du Steiger fragen, denn du laber Scheiße und die andere Gegenscheiße. Da kannst du Steiger fragen, Mann, auch nice. Die Anspielung hier an Leben und Tod des Kenneth Glöcklers. Steiger fragen, denn du laber Scheiße und die andere Gegenscheiße fragen, Decke halt ein Schwindel. ich seh die Connection da auch, ich glaube, das ist wirklich, das passt so gut zusammen tatsächlich, ja. Lauf und das hier ist ein Impel-Down, Kinder können nicht mehr schlafen, nur wegen der Killer-Clown. Hast keine Community, deine Fans sind nur dick und der. 24 Stunden im Treppenhaus mit nem Paddy-Bär. Wie willst du verarschen, Becky, alles Betrug. Du trägst das Ehren, deinen Namen ist schon Schande genug. Genau, bist du ein Haufen Knochen bist, genauso wie Blue. Du gehst über Leichen für. Also was bist du? Schande genug. Genau, bist du ein Haufen Knochen bist, genauso wie Blue. Ehren, deinen Namen ist schon Schande genug. Genau, bist du ein Haufen Knochen bist, genauso wie Blue. Ein Haufen. Ach, genauso wie Puh. Du gehst über Leichen für dein Content, du bist skrupellos. Ich überfahre Becky mit dem Motorrad von Kulewu. Mach eine Therapie, Rebecca, komm schon, lass dir helfen. Du bist eine Beleidigung für alle echten Disney-Helden. Das mit deinen Nachbarn sind nur Lügengeschichten. Offen und ehrlich sind die einzigen, die drüber berichten. Mit deiner Masche kleine Schüler benutzen. Und es wird Zeit, dass einer kommt, um dir die Flügel zu stutzen. Boah, Digga, der ganze letzte Part nur gegen Rebecca Wing. Was ich von dir halte, Becky, wissen alle OGs. Ich mach wieder eine Community und sag's dir in Emojis. Holy shit. Holy shit, was ein Diss-Track. Was ein Diss-Track. Was ein Diss-Track. Blutsauger 4 coming soon. Ja! Ich liebe die Blutsaugerreihe. Ist meine Lieblingsreihe. Oh. Oh, wie gut. Wie gut. Wie gut, alle hops genommen. Einfach kurz hops genommen, Freunde. Einfach kurz hops genommen, wie so ein kleines Häschen. Hops, hops. Heftig. Heftig. Wir brauchen nicht drüber reden, dass die Beats krass waren, dass er rasiert hat. Dass wie viele Flow-Changes er drin hat. Das ist schon fast Standard bei Reportagen. Aber einfach die Energie, der Hunger irgendwie, dass er wirklich sauer war auf manche, hat man gemerkt. Holy shit. Ey, wir gehen kurz die Liste durch, Freunde. Ich hab die Liste fleißig mitgeschrieben. Wir gehen die Liste durch. Also, wir haben hier Prank Bros, Dougie B, A Wife. Oh, warte. Prank Bros, Dougie B, A Wife, Shirin, Maxify, Leon, Lil Shrimp, Z-Max, die Nase, also Master Scorpion, Yo Olli, 10. Bonnie Trash, Fox, Herr Newstime, Enno, Luca, Promiflash, Simon, also Simon Desio, FIFA Gaming, Belle Delphine, Katja, 20. Tilan, Philipp Amthor, Fatih, Worldwide Wohnzimmer, Pain, Sascha, Trimax, Kars, Victoria Sarina und Rebecca Chicken Wing. 30. Und ich habe ein paar wie Bibi und so nicht aufgeschrieben, weil das so eher so lustige Anspielungen nur waren. Natürlich sind hiervon nicht alle ernst gemeint, er hat keinen Hass auf Pain, Sascha oder Trimax. Aber trotzdem, 30 Leute wurden mehr oder weniger hart gedisst. 30 Leute. Krank. Das ist krank. Holy shit. Ey, es gibt nur Reportagen als Nummer 1 bei Diss-Tracks. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich bin glücklich, Freunde. Und sorry, dass es so lange gedauert hat, wie gesagt. Ich versuche bei einigen Sachen wieder ein bisschen schneller und aktiver zu sein. Ich sag's, wie es ist, Freunde, ja. Ich freue mich sehr auf die nächsten Diss-Tracks, auf Blutsauger 4. Und lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.